Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem weiteren Video in meinem Achtsamkeits-April. Es ist somit jetzt auch das letzte Video. Ihr findet alle Videos, die ich vorher zu diesem Thema gemacht habe, unten in der Infobox. Auch alles Mögliche, was ich so ein bisschen finde, werde ich natürlich verlinken. Das letzte Thema Achtsamkeit ist so ein bisschen losgelöst, eigentlich so von dem spirituellen, körperlichen für sich selbst. Es soll eher so ein bisschen darum gehen, ja achtsam mit Dingen umzugehen. Und zum einen möchte ich ein bisschen über das Thema Ausmisten, Minimalismus sprechen, auch warum ich gar nicht mehr groß ausmiste. Und zum anderen möchte ich ein paar Plastikalternativen vorstellen, wo man eben klein anfangen kann, aber große Wirkung sozusagen zeigen kann. Und ich denke, wir starten einfach mal mit dem Thema Ausmisten. Ich bin ein großer Fan vom minimalistischen Leben. Jeder, der mich aber kennt, weiß, allein zwei Bücherregale sind gefühlt irgendwie voll mit Büchern. Ich habe auch einen Drang dazu, gerne Schals zu kaufen. Über Ohrringe wollen wir auch nicht sprechen. Und Schuhe bin ich auch nicht so ganz immun dagegen, neue zu kaufen. Also ja, ich bin natürlich kein echter Minimalist, aber ich lebe um einiges minimalistischer als vielleicht noch vor 3-4 Jahren. Ich habe sehr viele Schränke aus meiner Wohnung verbannt, weil ich einfach nichts mehr hatte, was ich in diese hineintun hätte können. Ich habe viel ausgemistet an Klamotten, an Schuhen, an Schals, an Uhren, an Sonnenbrillen. Ich habe Bücher immer wieder am Aussortieren. Ich habe in der Küche aussortiert, als ich meine neue Küche vor 2 Jahren bekam, was ich für Geschirr hatte. Es war wirklich unglaublich und ich dachte mir, okay, ja, wie oft müsstest du am Tag essen, damit du auch nur die Hälfte des Geschirrs irgendwie, verbraucht hättest. Ich habe Unmengen dieser Dinge gehabt und habe mich irgendwann nicht mehr damit wohlgefühlt. Das ist so ein bisschen meine Geschichte, die wirklich schon viel immer mit Klamotten zu tun hatte. Ich war schon immer jemand, der Klamotten, wenn sie ihm nicht mehr passten, mir nicht mehr gefallen haben, wenn ich nach einem Winter gemerkt habe, oh, den Pulli hattest du jetzt überhaupt nicht an, dann ist das bei mir einfach auch mal ausgemistet worden. In der Regel wird es gespendet, ab und an landet es auch einfach wirklich erstmal auf dem Dach, um dann zu gucken, ob man es nicht doch nochmal braucht. Ist jetzt nicht der größte Tipp, man soll ja gefühlt immer alles direkt wegbringen, damit man es sich nicht anders überlegt, aber wenn man einfach einen Dachboden hat, den man auch mal füllen kann, dann finde ich das auch gar nicht verwerflich, dass man das tut. Wichtig ist auch hier, wie bei vielen anderen, einfach mal anfangen. Einen sehr starken Ruck habe ich in meinen Bücherregalen bekommen. Ich habe, glaube ich, vor etwas über 2 Jahren, das war irgendwann mal über Weihnachten, Silvester, Neujahr, habe ich in meine Bücherregale geguckt, die damals wirklich zweireich bestückt waren. Und ich dachte so, das ist es nicht. Ich bin keine Sammlerin mehr. Ich habe da schon ein bisschen früher gemerkt, was Kosmetik angeht. Ich hatte ja früher auch mal so einen Beauty-Lifestyle-Kanal. Und ich hatte einfach irgendwann gar keine Lust mehr, Limited Editions nachzujagen, ständig die neuen Sortiments-Updates zu beobachten, alle 2 Wochen DM Rossmann Müller zu besuchen, um ja keine Neuigkeit zu verpassen. Ich habe irgendwann gemerkt, dass ich da rausgewachsen war und dass mich das nicht mehr interessiert hat. Sowohl in den Videos, die ich gesehen habe, hat es mich nicht mehr interessiert, noch hätte es mich interessiert, darüber Content zu machen. Weswegen der Kanal dann ja auch irgendwann pausiert hat und dann geschlossen wurde. Und weil ich das einfach nicht mehr war. Und ich habe auch einfach bei den Büchern gemerkt, ich bin keine Sammlerin mehr. Ja, ich möchte meine Lieblingsbücher haben. Ich trage sie natürlich im Herzen mit mir mit, aber ich habe gemerkt, dass ich in meine Regale schauen möchte und sehen möchte, dass da Highlight-Bücher stehen. Und ich möchte auch nur diese sehen. Ich möchte keine Enttäuschung in meinem Regal haben. Und natürlich habe ich Subbücher in meinem Regal, ganz klar. Ich meine, ich bestelle gerne bei Medimobs oder auch Rebuy. Ich liebe es, in Mängelexemplar-Kästen zu wühlen. Ich mag das sehr, sehr gerne. Also ich bin natürlich jetzt nicht immun dagegen, auch mal etwas Neues mir zuzulegen. Aber ich mache das viel bewusster, viel klarer, als es wirklich vielleicht noch vor 3-4 Jahren der Fall gewesen ist. Und ich überdenke durchaus auch Buchkäufe, so rum, ob dieses Buch mich wirklich auch noch dann fesselt, wenn ich dazu greife. Und ich habe damals sehr exzessiv gerade im Bücherregal aussortiert, viele Bücher wirklich in die Hand genommen, sowohl Subbücher, die mich einfach nicht mehr angesprochen hat, als auch gelesene Bücher, die mich aber
irgendwie nicht so gepackt und geflasht haben, dass ich mir denke, liest du das nochmal? An was erinnerst du dich aus dieser Geschichte überhaupt noch? Und Highlight-Bücher sind eben etwas, das ist ganz tief im Herzen. Also egal, ob ich mein Herr-der-Ringe-Regal anschaue oder Harry Potter oder also auch einfach Bücherfächer, die voll sind mit Highlights. Und so soll das auch einfach zukünftig sein. Bücher, die gut waren, okay waren oder auch ich abgebrochen habe, die landen bei mir zwischendurch immer extra in einem Karton, werden gefühlt direkt aussortiert und landen irgendwann bei Rebuy, eBay, ja, Medimops oder dann ist es ja Momox. Rezensionsexemplare gebe ich sehr gern an liebe Freunde weiter, gerade Jugendbücher, da habe ich ganz viele Abnehmer im Freundeskreis und ja, so wandern Bücher weiter und nein, ich habe kein schlechtes Gewissen, ein etwas okayes Buch weiterzugeben, weil was ich vielleicht okay finde, kann jemand anders ja absolut lieben, ne? Also das ist ja auch umgekehrt durchaus so. Und so handhabe ich das und weswegen ich aber bei vielen anderen Dingen gar nicht mehr ausmiste und das ist so das Thema, warum ich nicht mehr ausmiste, ist, dass ich sehr gezielt einkaufe. Bei Büchern, das würde ich gerne immer mal noch so ein bisschen ausklammern und ja, wenn ich schöne Ohrringe sehe, dann ja, ne, das ist, man hat eben doch immer mal einen schwachen Moment. Aber ich habe gar nicht mehr das Bedürfnis, etwas auszumisten, denn ich habe gefühlt gar nicht mehr so viel zum Ausmisten. Natürlich gibt's immer mal Dinge, die kaputt gehen, die einem irgendwie nicht mehr passen, die irgendwie nicht mehr zu einem gehören. Schuhe gehen durchaus mal kaputt. Es gab jetzt bei mir ja auch wieder einen Haarfarbenwechsel. Da gibt's natürlich Farben, die mir jetzt wieder besser stehen als noch mit Blond und umgekehrt. Auch die Klamotten werden erstmal weggepackt, nicht unbedingt weggeworfen, weil ich weiß, dass ich irgendwann wieder blond werde. Aber, ne, aber dann wird im Grunde, wird darauf geachtet, schon beim Kaufen, ob ich das toll finde, schön finde, ob ich das wirklich brauche. Und merke natürlich dadurch, dass ich auch einfach Dinge mal kaputt trage, zum Beispiel, dass man dann eben wirklich mal nachkauft, was man braucht. Also ich habe letzten Sommer zwei Sandalen kaputt getragen, samt ein paar Stoffschuhe. Die muss ich dieses Jahr ersetzen oder möchte ich natürlich auch ersetzen, weil ich sowas im Sommer einfach gerne trage. Und dann kauft man sich das ganz bewusst auch wieder ein und weiß, ja, brauche ich, weil diese schwarzen Sandalen brauche ich, was weiß ich, für das und das Outfit trage ich gerne, weil, wie auch immer. Und ich bin tatsächlich jemand, der diese ganzen Kanäle, die es jetzt gibt, die ja minimalistisch hoch 10 sind und No Zero und was weiß ich, was da alles für Aktionen gibt, ich kann das überhaupt nicht verstehen, wie man über 2-3 Jahre immer noch etwas findet, was man ausmisten kann. Denn ich finde, meine Küche schaue, gibt es vielleicht 2-3 unnötige Dinge, alle anderen sind die, die ich mag, die ich brauche, die ich gut finde und von denen ich mich nicht trenne. Das gleiche habe ich im Kleiderschrank, im Schuhschrank, im Schalaufhänger, was auch immer, beim Nagellack, bei Kosmetik, überall. Irgendwann hängt und steht und liegt da nur noch etwas, was ich brauche, was mir gefällt, was ich nutze. Und ich finde das sehr befremdlich, wenn Leute nach 3 Jahren zum 4. Mal ihre Küche ausmisten und tatsächlich noch etwas finden, wo ich mir so denke, wohl beim Einkaufen nicht aufgepasst. Und das ist einfach so ein Tipp, den ich beim Thema Ausmisten und einfach mitgeben möchte, weil es für mich auch so ein bisschen zur Achtsamkeit gehört, dass man eben schon beim Einkaufen darauf achtet, was man kauft, wann man es kauft, wie man es kauft und eigentlich nichts kauft, wo man in einem Jahr denkt, das misste ich wieder aus. Wie gesagt, man ist davor manchmal nicht gefeit. Der Nagellack sieht im Gläschen viel schöner aus, als er auf den Händen aussieht. Dann benutzt man ihn zweimal und denkt sich, ach naja, der Lippenstift hält nicht so lange, wie man es sich wünscht, wie man es braucht, was auch immer, weg damit. Ja, sowas gibt's immer. Es gibt immer Fehlkäufe, aber die werden beim achtsamen Einkauf definitiv weniger. Das geht auch bei Büchern einfach so, dass man sagt, irgendwann kennt man vielleicht seinen Geschmack so gut, um schon im Voraus meistens einzuschätzen, ist das ein Buch, was einen gut unterhält, was einem gefällt, oder rennt man immer wieder in diese Falle, kauft sich ein Buch, ohne es so richtig zu wissen, um was es geht und bricht dann mehr Bücher ab, als man toll findet. Und man lernt das eben durch achtsames Einkaufen. Und das ist so eins
dieser Tipps, die ich jetzt hier sozusagen geben möchte, dass man bei all der Achtsamkeit, die man für sich selbst vielleicht an den Tag legt, das eben auch einfach nach außen mitnimmt und auch seinen Konsum so einfach ein bisschen überdenkt. Und dass Ausmisten kein Wettbewerb ist und dass auch nicht der, der das wenigste besitzt oder das meiste weggeräumt hat, irgendwie ein Sieger ist, sondern man muss sich damit einfach wohlfühlen. Und auch hier gilt, wie eigentlich bei allen meinen Videos, man muss einfach mal anfangen. Fangt mit etwas sehr Unpersönlichen an, es auszumisten. Dann fällt euch das vielleicht nicht ganz so schwer. Bücher waren ja lange Zeit wirklich so, wo ich dachte, also ich werfe kein Buch weg. Und schwupps, habe ich einen ganz anderen Bezug zu Büchern und ich finde es so schön, in meine Highlight-Regale zu gucken und zu wissen, da stehen Bücher, die mein Herz erwärmen. Und ich bin kein Sammler mehr. Mein Ziel ist nicht, eine große Bibliothek zu haben, die mir die ganze Wohnung vollstellt. Das ist bei anderen immer super, super schön. Und da gucke ich auch stundenlang in diese Bücherregale, aber für mich ist es das einfach nicht. Und das zu erkennen und umzusetzen, ist eben auch einfach ein Gedanke, ein Tipp, irgendwie greift es mal, versucht es mal für euch selbst irgendwie umzusetzen. Und um beim Einkaufen auch ein bisschen achtsamer zu sein, habe ich jetzt einfach mal, ich glaube, 5 Alternativen hier zu Plastik liegen bzw. stehen. Denn Plastik ist natürlich ein sehr, sehr großes Thema geworden. Und ich finde es gut, dass es endlich die Aufmerksamkeit bekommt, die es braucht. Es kann davon jeder halten, was er möchte. Ich glaube, wenn sehr viele 2, 3 Kleinigkeiten ändern, ist das viel, viel besser, wie wenn wenige alles ändern. Das ist schon immer meine Devise, dass egal, ob es da um den Fleischkonsum geht, um, ja, also überhaupt dieses ganze Kaufen, überhaupt über Konsum, aber natürlich auch bei Plastik. Und ich habe jetzt einfach mal ein paar Dinge mitgebracht, die ich auch für mich verändert habe. Nicht immer in voller Gänze, also ich bin nach wie vor immer mal wieder ein Duschgel-Verpackungsopfer bei DM, aber ich habe jetzt auch sehr viel auf Seife umgestellt. Ja, es sieht natürlich jetzt an und für sich in dieser Papierverpackung nicht so schön aus. Das ist jetzt, glaube ich, von Altera, ist auch noch Naturkosmetik. Und das ist die mit Granatapfel und die mag ich sehr gerne. Aktuell habe ich eine Seife mit Olivengeruch sozusagen und Pflege in Benutzung. Ich verwende die Seife sowohl für die Hände als auch für den Körper. Ich finde das ganz, ganz toll. Ich habe im Winter schon gemerkt, dass mir ein bisschen Feuchtigkeit gefehlt hat, weswegen ich mich danach einfach sehr reichhaltig eingeölt habe. Aber ich kann das absolut empfehlen. Man hat hier kein Plastik, auch gar kein Mikroplastik drin. Es ist natürlich, es ist in dem Fall auch noch Naturkosmetik und einfach eine tolle Alternative. Auch tolle Seifenalternativen gibt es bei Lush. Wir haben hier so eine Blechdose und mein absolutes Lieblingsshampoo. Und das benutze ich jetzt, glaube ich, ja, seit Dezember. Da war ich, glaube ich, das letzte Mal bei einem Lush. Ja, in Berlin. Und das ist das New, glaube ich, heißt das. Ich weiß gar nicht, ob es draufsteht. Nein, aber es ist das New. Es riecht nach Zimt und wird von mir in dieser Dose aufbewahrt. Damit kann man es auch wunderbar mit unterwegs mitnehmen. Es hat im Grunde auch keine Feuchtigkeit, die es dann irgendwie matschig macht oder Ähnlichem. Es ist natürlich ein bisschen höher Preis. Ich glaube, das Shampoo liegt so bei 19 Euro. Reicht mir aber, wie ihr seht, wirklich relativ lange. Also ich komme, glaube ich, so über ein halbes Jahr damit aus. Ich verwende das gerade immer mal so im Wechsel mit noch einem anderen Shampoo, was ich einfach leer machen möchte. Aber man kommt damit wirklich gut aus. Es gibt ganz tolle Shampoo-Bars, nennen die sich bei Lush. Und Lush ist ja auch noch tierversuchsfrei, was ich sowieso ganz toll finde. Und das ist für mich wirklich eine Alternative. Es gibt auch bei Lush zum Beispiel Körperseifen oder Körperbuttern. Dann braucht man auch seine Bodylotion, nicht mehr in Plastikverpackung. Also achtet da einfach mal drauf. Einfach eine ganz klassische Seife zu nehmen, anstelle irgendwas in Plastikverpackung. Ja, der große Plastikverschwender überhaupt sind To-Go-Becher. Ich bin jetzt nicht der große Kaffeetrinker unterwegs und wenn, dann wirklich nur, wenn ich irgendwo sitze und ihn trinke. Aber ich mag es doch immer mal ganz gerne, wenn man vielleicht sich relativ früh morgens aus dem Haus macht, auch einfach meine heiße Schokolade in heißen Tee einzufüllen und den dann mitzunehmen. Ich habe mir vor längerer Zeit diesen sehr schönen Becher mitgenommen. Er hält gut warm, er hält das Getränk nicht unbedingt stunden heiß, aber man merkt, dass man viel länger ein warmes Getränk hat, als wenn man es in eine Tasse geben würde. Und man kann das wunderbar reinigen. Es lässt sich wirklich in alle möglichen Einzelteile auseinandernehmen und man hat hier eine gute
gute Menge, kann den Deckel dann einfach draufdrücken. Man hat hier einen Halter, der die Hitze ein bisschen absorbiert, wo es einfach wirklich griffbereit dann sozusagen ist. Der Rest wird ein bisschen warm, muss man natürlich ein bisschen vorsichtig sein. Und dann ist es einfach wirklich wie ein To-Go-Becher, wie man ihn kennt. Gibt auch mittlerweile viele Bäcker bei uns in der Region, die wirklich sagen, bringt euren eigenen Becher mit, wir füllen den auf und ihr spart dann noch 20, 50 Cent, was auch immer. Rechnet mal hoch, wie viele Becher ihr vielleicht verwendet und ja, überlegt euch einfach mal so eine Anschaffung und ja, verwendet man definitiv öfter. Auch was ich wieder verwende, sind Glasflaschen. Ich bin ein großer Leitungswasser-Fan und ich bin auch ein absoluter Tee-Fan. Also ich trinke zu jeder Jahres- und Tageszeit eigentlich Tee. Und ich habe mir vor einiger Zeit von True Fruits, da trinke ich sehr gerne immer mal einen Smoothie, diesen Smoothie Triple Pink gekauft. Das ist, glaube ich, jetzt genau 100% Frucht. Und ja, ich habe mir mal diese große Flasche gekauft, da gehen, glaube ich, rein 750 Milliliter und die ist perfekt, die habe ich einfach ausgewaschen und die ist einfach perfekt, um mein Leitungswasser abzufüllen, mit irgendwo hinzunehmen und dann einfach ja, das in Glas zu füllen. Also man rennt dann nicht wegen jedem Glas zur Leitung, sondern nimmt das mit. Auch im Sommer einfach Zitrone rein, Äpfel rein, ja, Ingwer in Wasser, schmeckt auch immer sehr lecker, Gurken mögen viele. Da bietet sich natürlich eher eine Flasche an, die vielleicht einen Einsatz hat, damit das Gemüse, das Obst nicht umherfliegt, aber ein paar Zitronenscheiben finde ich hier einfach super und ich finde, dass man diese Flasche, nicht nur, dass das super lecker ist, was drin war, sondern dass man es eben einfach wiederverwendet und Glas ist einfach viel, viel besser als irgendeine Plastikflasche, vor allem die Einwegplastikflaschen finde ich wirklich super, super schlimm und ja, kann ich absolut empfehlen. Für unterwegs verwende ich tatsächlich so ein Hartplastik, also gerade wenn man mit dem Rad unterwegs ist oder mit dem Auto fährt, dann habe ich auch zwei, drei Hartplastikflaschen, die ich aber eben auch immer wieder verwende und nicht immer wegschmeißen muss. Und ja, da kann ich diese Glasflasche auch empfehlen. Dann bin ich seit einiger Zeit ein Freund von ja, Abschminktüchern. Und zwar sind das Mikrofasertücher. Ich glaube, das habe ich bei Rossmann gekauft. Und hier habe ich, oder ist das von Rossmann und das ist, glaube ich, von DM, ich weiß es nicht. Ja, die sind bei mir täglich im Gebrauch. Ich schminke mich, zumindest um die Augen herum, eigentlich täglich. Und ja, mag das auch einfach gerne. Hatte es aber irgendwann satt, ständig Wattepads zu benutzen und Augen-Make-up-Entferner oder... Ja, ganz schlimm finde ich die Abschminktücher. Ja, ich habe noch welche da und ja, ich verwende die auch noch, aber ich brauche sie eben einfach auf. Und irgendwann habe ich eben diese Tücher gefunden, die macht man eben so ein bisschen lauwarm nass und kann dann wirklich sein komplettes Augen-Make-up und sein anderes Make-up auch entfernen. Auch Lippenstift, Make-up, es nimmt alles ab und dann verwende ich in der Regel dieses Tuch so zweimal, also einmal oder ja, manchmal zwei, dreimal vor der Rückseite und je nachdem, wie viel ich geschminkt hatte und dann wasche ich das einfach bei meiner ja, Handtuchwäsche mit und dann kommt das wieder sauber heraus. Ich glaube, wo man bei Mikrofaser aufpassen muss, ist Weichspüler, obwohl ich das sowieso nicht so gerne benutze. Aber ja, kann ich absolut empfehlen. Ihr vermeidet somit eben natürlich die Wattepads, die Abschminktücher und ja, habt hier eben einfach was ihr immer wieder verwenden könnt und was nicht irgendwie im Müll landet. Dann ein Tipp, ja, den wir uns unbedingt alle angewöhnen müssen. Strohhalme. Wer kennt es nicht? Man sitzt im Café, kriegt einen Latte Macchiato und bekommt Plastikstrohhalme. Auch zu Hause, dank IKEA, sind wir wahrscheinlich alle bis an unser Lebensende mit Strohhalmen versorgt, aber Plastikstrohhalme sind wohl gefühlt das Schlimmste, was es eigentlich gibt. Man sollte ganz dringend umsteigen. Für zu Hause habe ich jetzt diese Variante. Das ist auch so eine Art Hartplastik, die man eben in den Geschirrspüler packen kann. Man kann hier den Löffel abnehmen. Perfekt zum Beispiel für Eiskaffee. Hat dann einfach einen normalen Strohhalm. Ich habe hier so ein kleines Bürstchen, was dadurch einfach durchpasst, dass man das wirklich reinigen kann. Ich packe die in den Geschirrspüler und sie sind wieder sauber. Ich verwende die jetzt, glaube ich, schon fast ein Jahr, würde ich sagen. Ich mag die sehr, sehr gerne. Ich versuche auch draußen, wenn ich einen Latte Macchiato trinke oder ähnliches, immer zu sagen, kein Strohhalm, weil ich das wirklich einfach total idiotisch finde. Ich weiß nicht, wann wir erwachsenen Menschen auf die Idee gekommen sind, unseren Kaffee mit einem Strohhalm zu trinken. Ja, bei Eiskaffee macht es für mich noch Sinn, weil es ist ja Eis drin, was man auch vielleicht rausnehmen möchte, um es dann zu essen. Da macht es irgendwie vielleicht noch Sinn, auch wenn ich es total idiotisch finde, warum man nicht einfach einen normalen Löffel nimmt. Aber gut, auch ich, wie ihr seht, mache das.
Aber ich mache das nicht mehr mit Plastikstrohhalmen. Und ich verstehe auch nicht, warum man bei jedem Getränk, das man draußen bekommt, einen Strohhalm braucht. Ich weiß nicht, was da so der Sinn oder der Vorteil ist. Und egal, wie ich mich frage, es gibt keine logische Antwort. Also wenn Strohhalme, dann gibt es ganz tolle Glasstrohhalme. Da haben wir eine liebe Freundin, wie die jetzt letztes Jahr geheiratet haben, ein ganz, ganz tolles Set gekauft, wie ich finde. Ist natürlich ein bisschen anfälliger, wenn das runterfällt. Aber ja, und es gibt natürlich die auch aus Edelstahl. Da finde ich die auch ganz, ganz toll. Da sehen die auch sehr hochwertig aus. Ich bin halt ein bunter Mensch. Ich konnte an diesem bunten Hartplastikstrohhalm nicht vorbeigehen und finde die aber um einiges umweltschonender als eben normal Plastikstrohhalm, den man einmal benutzt und wirklich wegwirft und man sich fragt, warum. Und der letzte Tipp ist eigentlich wohl der banalste und einfachste zum Umsetzen, und zwar benutzt Stoffbeutel beim Einkaufen anstelle Plastiktüten. Viele Geschäfte haben jetzt gar keine Plastiktüten mehr, beziehungsweise kosten die jetzt alle etwas, damit das irgendwie wohl im Geldbeutel wehtun soll, dass man eine Plastiktüte verwendet. Das macht es aber immer noch nicht gefühlt besser. Deswegen benutzt einfach schöne Stoffbeutel. Ich habe hier eine tolle, ich glaube, die habe ich mal im Primark gekauft. Und ja, da kann man jetzt auch wieder drüber streiten, ob Primark so eine tolle Adresse ist. Aber ich konnte an dieser schönen Lama-Tüte, nicht vorbeigehen. Es gibt tolle Stoffbeutel mit Harry Potter Motiven, zum Beispiel bei Thalia. Es gibt gefühlt überall Stoffbeutel. Greift da einfach zu, nehmt die immer mit. Ich habe immer 2, 3 in der Handtasche, ich habe 2, 3 im Auto liegen. Versuche da immer dran zu denken, beziehungsweise wenn ich sie dann nicht in der Tasche habe und mit dem Auto unterwegs bin, dann habe ich sie zumindest im Auto. Habt sowas immer dabei, wenn ihr irgendwie wisst, ihr geht vielleicht heute irgendwo vorbei. Und wenn es nur ein bisschen Brot reinkommt oder was auch immer, ihr vermeidet einfach Plastik. Und ich finde, das ist was, was wir eigentlich alle tun können, was uns überhaupt nicht schwer tut und auch gar nicht weh tut. So, das war nun das letzte Video zum Thema Achtsamkeit. Heute ein bisschen übergegriffener, übergeordneter, nicht so direkt vielleicht mit einem selbst, wobei uns natürlich alles trotzdem betrifft. So ein bisschen ausmisten und natürlich auch bewusster auch einfach einkaufen gehen. Ich hoffe, dass euch die Tipps gefallen haben. Vielleicht habt ihr ja noch weitere Tipps. Dann lasst uns gerne in den Kommentaren darüber austauschen. Vielleicht auch, ob ihr noch andere Alternativen kennt, die man leicht und schnell umsetzen kann, dann gerne auch in die Kommentare. Infos findet ihr natürlich unten in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Auch die anderen Videos sind da verlinkt. Und ich hoffe, dass ihr mit diesem Video Spaß hattet, mit der ganzen Reihe. Lasst mir auch dazu gerne einen Kommentar da. Würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Und ich danke euch nun fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.